Und ansonsten, ja, würde ich sagen, kommen wir dann auch schon mal direkt zum nächsten Thema. Während ich hier noch so ein bisschen die Kisten durchgucke, kann ich ja schon mal über den besten Musikunterricht der Welt reden. Denn, ja, jetzt in der 11. Klasse bin ich ja noch. Und ja, seit ich in der 11. bin, habe ich nämlich einen Musiklehrer, der wirklich das alles sehr gelassen sieht. Und der wirklich, ja, richtig guten Unterricht macht. Der macht nämlich meistens alles andere als Musik. Ja, der erzählt dann immer richtig viel. Und, ja, eigentlich über Gott und die Welt und über irgendwelche geschichtlichen Sachen auch teilweise und was weiß ich, ist eigentlich immer ziemlich interessant. Und, ja, dann sagt er immer so, ja, wir müssen aber jetzt auch mal Musik machen. Also der hat am Ende auch gar keinen Bock darauf, das zu machen. Der will einfach nur erzählen irgendwas. Natürlich erzählt er dann auch viel in die Richtung, was, also so Hintergrundwissen zur Musik, was aber jetzt nicht auf dem Lehrplan steht oder sonstiges, sondern halt wirklich so, ja, exkursmäßiges. Aber eigentlich nur. Ja, aber manchmal müssen wir dann auch Stoff machen. Vor allem, wenn es darauf zugeht, dass wir mal wieder, ja, im Zeitdruck stehen, weil wir die erste Note brauchen. Oder so, die erste Note fürs Semester, also fürs Halbjahr. Und, ja, da macht er dann immer Druck. Das ist dann immer ziemlich krass. Und dann hat er auch seine Traditionen, wie zum Beispiel einer von uns, der ist so ein Wetterexperte und da fragt er dann jedes Mal erstmal am Anfang nach dem Wetter. Ja, und er muss dann erstmal einen Wetterbericht geben. Und, ja, ist auch ganz lustig. Das zieht er auch durch. Das ganze Jahr hat er das jetzt gemacht, Alter. Jedes Mal erstmal das Wetter. Es ist übel. Naja, aber ich meine, wir haben uns alle damit abgefunden. Okay. Ja, und auch so, ich meine, der, das ist jetzt ein Musiklehrer, der, ich weiß nicht, wenn es nach ihm ginge, würden wir auch einfach nur gar keine Noten kriegen, weil das, ja, manche Lehrer sehen es halt so, dass Noten irgendwie nur ein Druckmittel sind oder unnötig sind, weißt du? Und es lieber ohne Noten gehen sollte. Bin ich auch manchmal der Meinung, manchmal auch nicht. Ist immer so ein bisschen abhängig von der Situation. Aber ja, der Musiklehrer, dem ist es eigentlich egal. Also der würde dann wahrscheinlich auch jeden 15 Punkte einfach so eintragen. Das hat er sogar schon mal gemacht. Und zwar zum Weihnachtskonzert. Da braucht man noch eine dritte Note am Ende des Halbjahres. Und hatte gesagt, ja, ich habe euch alle 15 Punkte gegeben aufs Weihnachtskonzert. Ja, habe ich ja auch schon mal drüber erzählt, über das Weihnachtskonzert. Das war auf jeden Fall geil. Ja, weil wir brauchen nämlich immer drei Noten in allen Fächern. Mindestens. Ja, plus halt Klausur. In den Fächern, wo wir 4 Stunden haben in der Woche. In den anderen halt nicht. Da brauchen wir keine Klausur schreiben. Das wäre ja noch schöner. Und, ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass wir immer nur zwei Noten haben. Ich habe jetzt auch nur zwei Noten. In diesem Semester jetzt. Also im ersten Semester hatte ich drei Noten. Mit dem Weihnachtskonzert eben. In diesem Semester war ich aber in der letzten Stunde krank und da haben wir nochmal Sing-LK gemacht. Wirklich auf den letzten Pfiff nochmal hier alle gesungen. Dann hat er auch alle durchgeprügelt in einer Stunde. Und, beziehungsweise in 2 Stunden, gut. Aber ist ja auch egal, also eine Doppelstunde quasi. Trotzdem, da war ich krank und dann hat er einfach gesagt, nee, komm, zwei Noten reichen bei dir. War auch geil. Weil ich hätte wahrscheinlich mich eh nicht verbessern können noch. Weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie auch keinen Bock, das Lied zu lernen. Und ja, bin ich nicht so der Typ zu. Da bin ich einfach mal drum rumgekommen. Muss ich dann nicht mehr Lied-LK machen. Und im nächsten Semester wird das eben scheißegal sein. Gut, dann kommt halt wieder die nächste Lied-LK, ne? Aber dieses Lied muss ich nicht nochmal singen. Oder diese. Das muss ich nicht nochmal nachholen, ne? Wir können uns ja das Lied im Endeffekt aussuchen. Ja. Muss ja nicht nochmal nachholen. Und das ist geil. Einfach nur, weil ich krank war. Das war nice. Der ist auch sonst eigentlich ziemlich nett immer. Macht immer viele Jokes und so. Und, dann lacht er immer so richtig. Richtig, wie sagt man? Boah, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall ist, das Gelächter ziemlich lustig. Eigentlich nur deswegen muss man selber anfangen zu lachen. Meistens gar nicht wegen den Sprüchen, sondern einfach nur wegen diesen
Wegen diesem Lachen einfach nur. Naja. Okay. Gut, weil das hört sich einfach immer so lustig an. Ne, das ist einfach immer so. Weiß ich nicht. Das müsste man erlebt haben. Das kann man schlecht erzählen hier gerade. Da muss man dabei gewesen sein. So. Ja, auf jeden Fall ist das immer ganz lustig und ich bin froh, dass ich hier Musik gewählt habe und nicht Kunst. Hatte ich nämlich die Wahl am Anfang des Schuljahres. Und ich bin auch froh, dass ich Musik bei ihm habe, weil da gibt es auch noch einen anderen Lehrer und der ist irgendwie ganz scheiße. Einen anderen Musiklehrer. Da haben nämlich ein paar Kollegen von mir und die haben dann immer gesagt, oh Alter, bei dem ist richtig Kacke. Ja, bin ich froh, dass ich einmal im Leben Glück hatte. So, ich weiß auch noch früher, da hatten wir bei dem Musiklehrer, wo wir jetzt haben, hatten wir immer Vertretung. Manchmal, wenn unser alter Musiklehrer nicht da war. Oder irgendein anderer Lehrer nicht. Und dann hat er sich einfach mal hingesetzt und Zeitung gelesen und nichts gemacht. Und wir mussten einfach nur still sein. Eine Stunde lang. Wir haben einfach gar nichts gemacht. Dann hat er vielleicht noch 5 Minuten über was erzählt, über Apple. Der ist nämlich ein Apple-Fan. Der macht alles mit Apple. Das ist auch so ein Insider schon geworden. Immer wenn wir keine LK schreiben wollen, dann sagen wir erstmal hier schön, ja, Apple ist so geil. Lassen Sie uns doch mal darüber erzählen. Okay, ich musste leider gerade einen kurzen Cut machen, aber auf jeden Fall können wir das so mal verhindern, dass wir eine LK schreiben bei ihm. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig, oder auch mit Zitrönen, wenn wir dann einfach sagen so, yo, Zitrönen ist eigentlich eine schlechte Marke. Dann fängt er an so, ja, nee, 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 so geht's aber nicht hier. Die sind viel besser. Das ist ja kein Billigzeug und so, so argumentiert er immer, weil Citroën halt viel mehr Innovationen bietet als zum Beispiel Mercedes, die immer so teuer sind. Und Citroën halt doch eher günstig ist, aber dafür halt von der Innenausstattung her so viel besser sein soll. Und da diskutiert er dann immer und kommt von Hundertsten ins Tausendste und dann hat er uns auch schon durchschaut, dass wir da immer nicht wollen, dass wir eine LK schreiben in dem Moment, wenn wir sowas sagen. Ja, ist mir natürlich auch klar, aber trotzdem, das ist ihm manchmal auch egal, der weiß, dass wir das so machen. Zieht zwar trotzdem in die Länge quasi und fängt an zu reden, weil er das wahrscheinlich mit seiner Ehre nicht vereinen kann oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal ziemlich witzig. Und ja, allgemein das LK-Schreiben verläuft da immer relativ chillig. Ich weiß noch, einmal war es so, wir sind so in der LK, so 10 Minuten vor Klingeln ungefähr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren schon einige fertig mit Schreiben, andere noch nicht. Und da hat er dann halt angefangen irgendwie zu erzählen, mitten in der Arbeit. Natürlich nicht zum Unterrichtsstoff oder so, aber trotzdem hat einfach angefangen zu erzählen und das war einfach so witzig. Und dann so nach 10 Minuten fällt ihm auf, so, hä? Ach so, wir schreiben immer noch eine LK, ja, dann gib mal vor hier. Das war auch noch geil. Und dann, selbst dann hat er noch gefragt, ja, braucht noch jemand Zeit zum Schreiben? Das war auch lustig, dass er dann uns noch die Zeit gegeben hat. Also für die, die noch eventuell welche gebraucht haben. Und allgemein bei ihm die LKs, man kann einfach so leicht spicken. Das ist ihm manchmal auch egal, ob jemand spickt oder nicht. Der sagt manchmal auch, ja, ihr müsst kreativ sein beim Spicken und ihr dürft euch nicht erwischen lassen. Weißt du, das ist wirklich so. Da gibt uns noch Tipps dazu. Der hat uns einmal gesagt, wie man beim Spicken, wie man besser irgendwie. Also der hat uns schon mal ein paar Tricks verraten, wie man nicht so leicht erwischt wird. Ne? So, und das war zum Beispiel auch witzig, dass er dann selber quasi gegen sich oder gegen das System uns aufhetzt oder so. Indem wir einfach ja, abschreiben dürfen oder so ein Scheiß. Naja, ist schon relativ lustig immer bei ihm. Und ja, alles in allem sehr guter Musikunterricht. Und hätte ich Kunst gewählt, nochmal, um darauf zurückzukommen. Alter, ich wäre so unglücklich gewesen, glaube ich. Weil Kunst erfüllt mich so gar nicht, weißt du. Und so ein Musikunterricht, wo es kaum um Musik geht. Ich habe jetzt mit Musik auch nicht so viel am Hut, aber ich dachte mir einfach immer noch mehr als mit Kunst. Kunst wäre halt gar nicht für mich gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ein Musikunterricht, das ist doch geil. Vor allem, der hat uns einfach in der letzten Stunde 20 Minuten eher gehen lassen. Wir haben eh nur noch einen Film geguckt.
Dafür bin ich nochmal in die Schule gekommen für die 2 Stunden. Und dann hat er uns einfach 20 Minuten eher gehen lassen, weil der Film zu Ende war und er wusste nicht mal, was wir machen sollen. Ah, das war so geil. Andere Lehrer hätten dann noch gesagt, so, wir fangen jetzt noch das und das an. Oder nee, andere Lehrer, die fangen dann an und machen noch irgendeinen unnötigen Scheiß, die lassen sich noch sowas einfallen, so, ja, interpretiert mal diesen Film hinsichtlich dieser Faktoren oder lasst uns nochmal sprechen, um die Zeit totzuschlagen. Sagen sie natürlich nicht mehr dazu, aber jeder weiß es einfach, dass die einfach nur die Zeit totschlagen wollen. Und das nervt dann natürlich auch immer, ne? Da ist sowas natürlich dann besser, wenn man einfach gehen darf. Ja. Ist sowieso in letzter Zeit oft so gewesen, dass wir einfach irgendwie viel, viel eher gehen konnten, weil wir nichts mehr gemacht haben. Ist nice, auf jeden Fall. Das soll das ganze Schuljahr so sein. Dass man random einfach mal sagt, ach komm, die Stunde machen wir nicht mehr. Ist egal. Das wäre geil. Geht natürlich nicht wegen Lehrplan und so, ne? Aber trotzdem. Man kann ja träumen dürfen, oder? So. Okay, aber so langsam sollte ich mich vielleicht ernsthaft mal auf die Sache vorbereiten, die ich vorhab. Und zwar Tränke mitnehmen. Ganz wichtig. Unterwasseratmung vor allem ist sehr wichtig. Alter, das ist auch ein bisschen wenig, oder? Gut 24 Minuten, ja. Ich weiß auch nicht. Wir sollten vielleicht erstmal mit dem Fackeln- oder Türentrick arbeiten. Und Behutsamkeitsspitzhacke haben wir immer noch nicht, Alter. Die bräuchten wir aber langsam mal. Weil da könnte ich mir easy eine Ender-Chest machen. Und so habe ich wieder mein ganzes Inventar voller Tränke. Gut, die Kohle brauchen wir wahrscheinlich nicht. Holz, ja, brauchen wir auch nicht. Wir haben ja alle Geräte. Also die nehme ich jetzt auch alle mit. Die 2 Pfeile lohnen sich nicht. Haben wir wieder einen Platz mehr. Eisen kommt auch raus. Und ansonsten so viele Stärke- und Regenerationstränke braucht man eigentlich auch nicht. Oder? Ich meine, ja. Wir können ja mal 2 Stärketränke wegtun. Dann nehmen wir hier lieber die, die länger dauern, oder? Weil die kurzen, die bringen uns auch nicht so viel. Ne? Der kurze, der haut dich nur um. Okay. Wir reden jetzt nicht mehr von Minecraft-Tränken. ja, sondern von anderen Tränken. So, dann gut, gucken wir noch mal hier durch. Ich will halt nichts vergessen. Ich vergesse sowieso wieder was, das weiß ich, aber vielleicht vergesse ich ja zumindest was, was nicht so wichtig ist. Tränke habe ich, Bogen habe ich, Pfeile habe ich. Dann, ja, hier Helm haben wir auch mit Wasseraffinität und allem. Milch ist wichtig. Unterwasseratmung. Essen ist wichtig. Ah, OP-Äpfel, Goldäpfel. Die sollten wir mitnehmen. Hier sind sie, 11 Stück. Die sollten auf jeden Fall reichen. Haben wir hier in der Endkiste noch irgendwas? Ja, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Eine Angel noch, naja. Alles so Sachen noch. Ah, gut, dass ich an die Goldäpfel noch gedacht habe. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich gar nicht so viel, oder? Mir fällt sowieso jetzt erst wieder ein, wenn ich dort bin. Jetzt fällt es mir eh nicht mehr ein. Ja, naja, da würde ich sagen, gehen wir mal los. Und lassen uns mal überraschen. So, ich muss jetzt nur noch einen Screenshot raussuchen mit den Koordinaten. Das wäre nochmal wichtig. So, warte. Da sind wir im Portal. Und ja, das andere Portal, das finden wir erstmal relativ einfach. Aber von da aus dann auch zum Tempel finden, na, das wird nochmal eine andere Aufgabe. Obwohl, da ist ja eigentlich auch nicht so weit weg, oder? Ein bisschen schon, aber ich denke mal, da kommen wir relativ zügig hin. Würde ich mal sagen. So. Okay, da sind wir auch schon kurz vor dem Folgencut oder so. Oder kurz danach. Und hier sollte ich vielleicht nicht lang laufen. Das sieht mir ein bisschen gefährlich aus. Außerdem ist das eh die falsche Richtung. Wir müssen nämlich hier vorne lang. Hier so. Und dann darunter. So. Okay. Dann da hoch.